Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid mit dem guten Salty Pengu. Ja, hallo Freunde. Wir haben uns ja wiedergefunden in der, ich glaube, letzten Folge. Wir hatten ein bisschen Aufnahmepause zwischendrin. In der letzten Folge haben wir uns wiedergefunden, nachdem wir uns verloren hatten, hier in Louisville. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch machen, ne? Weil wir wollten jetzt einfach mal eine Kennenlernstaffel machen. Und ich glaube, langsam kennst du das Spiel einigermaßen, oder? Ja. Ich hau mir jetzt erstmal so ein paar. Oh, ich hab mir gerade, glaube ich, Steak Kirschen reingeballert. Ach, egal. Alles reinpfeifen. Oh, ich nehme hier das Trockenfleisch währenddessen. So faulige Kirschen und hier so lecker Dörrfleisch. Lol, ich hab jetzt gerade irgendwas gegessen und er ist langweilig. Ihm ist auf einmal langweilig geworden. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt faulige Weintrauben esse, dann wird mir nicht langweilig, dann wird mir eher schlecht. Ja, wir haben ja letzte Folge mit der Pistole ein bisschen rumgeballert und ich glaube, wir wollten jetzt schlafen gehen. Oh Mist. Genau, ich muss mal noch ganz kurz gucken, gibt's noch Wasser? Warte mal. Doch, es gibt noch Wasser, okay. Noch hat's unbegrenzt Wasser, Strom ist schon ausgefallen. Oh, ja, ja stimmt, da war was. Lass mal ganz kurz gucken. Ich wasche mich mal noch ganz kurz. So. Und dann könnten wir vielleicht gucken, ob wir es schaffen jetzt in dieser Staffel. Also quasi, wir haben ja so gesagt, so roundabout 20 Folgen, ne, wenn ihr euch erinnert an die erste Folge. Dass wir dann sagen, wir versuchen noch bis zur Mall vorzukommen. Das könnte gut sein, dass wir auf dem Weg dahin sterben und so. Ne? Also das ist sehr gut möglich. Vor allem bei uns beiden. Oh, Salty tanzt auch mal. Ist ganz selten. Und letztlich wäre das aber vielleicht, glaube ich, ein ganz gutes Ziel jetzt für diese Staffel, auch wenn wir die nicht geklärt bekommen. Aber wir gucken einfach mal, würde ich sagen. Richtig. Eda muss hier wieder waschen. Ja, das ist sorry, ich habe so einen Putzfimmel, weißt du, also der Putzfimmel und Zombie-Apokalypse, das geht halt auch nicht so gut miteinander. Was ist das eigentlich? Ach, unglücklich. Warum werde ich unglücklich? Wasch mich doch gerade. Etwas gelangweilt. Iral, erzähl mal einen Witz. Was? Was ist weiß und stört beim Abendessen? Eine Lawine. So, Entschuldigung. Ach doch, wieso? Der kam flach. Ja, andere kann ich nicht. Was ist grün, hat vier Beine und wenn es vom Baum auf dich runterfällt, bist du tot. Ein Billardtisch. Oh Gott, Alter. So. Ist der jetzt wirklich weniger langweilig? Nee, irgendwie ist er noch mehr gelangweilt. Okay, dann machen wir die. Also tatsächlich kannst du bei gelangweilt auch einfach raus vor die Tür gehen. Und weil wenn du draußen rumläufst, dann geht dieser gelangweilt Anti-Bonus, nenne ich es mal, also Debuff, ziemlich wieder, oder nicht Debuff, der Moodle. Genau, Moodle heißt es. Wieder runter. So. Hey, Meister, wo willst du denn hin? Bam, Junge! Bam, Junge! Siehst du viel besser als meine Witze? Ich bin nicht mehr gelangweilt. Er tritt an! Das sah ja klasse aus, Junge! Bam, Junge, mit dem Bein einmal hinterher, Junge! Das sah ja gut aus, Alter, das war. Eda, ich wusste ja, dass du auch solche Seiten aufziehen kannst, ey, Mensch. Ja, du, also das ist, ne, also wie war das? Sei gefährlich, aber rede nicht drüber. Keine, ich weiß gar nicht, ob das ein Sprichwort ist, aber. Wie ein Schmetterling, aber stich wie eine Biene. Ganz kurz vielleicht auch an die Zuschauer, wenn irgendjemand eine Ahnung hat, wie man das hinbekommt, dass man auch noch W drücken kann, während man Steuerung drückt. Das wäre sehr schön, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet, weil ich habe nämlich wirklich das Problem, dass ich. Oh, da kommt gleich ein Zombie rein. Von wo denn? Hier. Boah, Junge, die ganze Wand, Alter. Hallo. Das war ja Spaß. So. Ja, mach ich mal durchs Fenster klettern oder? Oh, wow. Also tatsächlich, man hat jetzt über 100 Zombies getötet. Wobei, okay, wir sind ein paar Mal gestorben, sonst wären es wahrscheinlich noch mehr. Wollte jetzt gerade sagen, man hat jetzt über 100 Zombies getötet und ist immer noch panisch, wenn man einen sieht. Vielleicht unterschätze ich das aber auch ein bisschen. So, ich stelle mal den Wecker auf 8.30 Uhr, weil dann können wir nämlich langsam aber sicher schlafen gehen, oder? Oh, warte, da kommt einer.
geh raus, da prügel die jetzt einfach. Ah, immer diese aggressiven Nachbarn. Ja, ist ganz schlimm hier, ne? Also, hätten vielleicht, vielleicht stutzig werden sollen bei dem niedrigen Mietpreis hier. Brechstänger, ahoi! Kommst du rüber, kriegst du Geschenk, komm mal her. So. Ich mag das ja, diese Verkloppen, ne? Lustigerweise, also an sich so beim paar Zombies ist es schon ganz cool, aber eigentlich ist der Zombie-Kampf, obwohl das Spiel Project Zomboid heißt, nicht mal das, was das Spiel am meisten ausmacht. Weil irgendwie bei so großen Gruppen wirst du dann trotzdem irgendwann einfach nur noch nervig, weil du packst es zwar, aber das ist dann halt nervig, dann musst du irgendwie durch die halbe Stadt rückwärts laufen und so, ne? Der hat mich wieder gebissen, Alter, das ist doch nicht wahr, Junge. Echt jetzt? Junge, ich verstehe das nicht. Ich bin rübergejumpt und der hat mich in der Luft gebissen. Achso, also du solltest nicht rüberspringen, wenn der Zombie direkt auf der anderen Seite steht. Achso. Also das. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt so ein Zombie werde wieder. Also wenn du gebissen wurdest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, bei 99%. Oh nee. So, okay, dann mache ich mal kurz Fenster zu, ne? Also, ciao, Salty. Okay. Ey, oi. Ja, aber nicht gut. So. Okay, der war mies. Der war mies. Ich weiß, das klingt doof, aber ich hätte mir dazu jetzt noch viel mehr Animation gewünscht. Kommen wir rein. Oh nee, warum soll ich? Ich bin ja gebissen. Vielleicht schlägst du mir einfach den Schädel ein, das ist gut. Ja, aber das dauert ja auch immer ein bisschen, bis man sich verwandelt. Zumal ich kann ja gar nicht einen Schädel einschlagen. Guck. Ah, Mist, Alter. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich lege wieder alles in den Rucksack. Ich kann dich nur wegkrempeln. Direkt die Pistole schießt alles leer hier, ey. So, da ich nicht gebissen bin, verköstige ich mich mal ganz kurz hier, dass ich nicht draufgehe. Ich geh die alle abknallen. Ja, da steht auch jemand am Fenster irgendwo. Oh Gott, was ist das denn, Alter? Oh, eine Bikini-Lady. Schieß nicht so nah am Haus, weil ich bin nicht gebissen. Ich hätte gerne, dass es so bleibt. Und wenn du aber gerade sterben gehst, dann leg doch am besten deine Sachen alle hier ins Haus, oder? Ja, das wollte ich gerade machen. So, ich habe irgendwie noch einen Hausschlüssel. Ich tue alles mal hier in den Rucksack legen. Eine Blechdose brauchen wir nicht, eine Zeitung, ein Revolver. Na, ihr habt noch Schrotpatronen. So, ich leg den Rucksack da einfach mal rein. Ja, easy. Ich passe so lange aufs Haus auf. Ich bin jetzt Haussitter vom Beruf. So, den Rucksack kann man ja einfach, wie war das noch, einfach ausziehen, ablegen, ne? Genau, erst ausziehen, dann kannst du ihn einfach auf den Boden ziehen. Oder einfach aus dem Inventar halt rausziehen. Eral? Warte. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Es war mir wie immer eine Ehre. Wie die letzten vier Mal, wo du gestorben bist. Was? Hey, ihr Wichser! Ich lock euch mal weg. Kommt mal mit. Wow, hier ist aber ganz schön viel los. Kommt mal mit. Ihr kleinen Pieser. Ja, ich weiß, ihr habt Hunger, ne? Ja. Mach erstmal über den Vorhang zu. Ich lock die alle ein bisschen weiter weg. Also Leute, wie ihr euch vorstellen könnt, nachdem das bei mir schon mal der Fall war, dass es bei mir interessanter war, ich glaube gerade ist es bei Salty interessant. Weil ich wasch mich nur. Oh. Meine Fans, meine Abonnenten, meine 497 Abonnenten kommen. Oh, hier ist auch eine Gruppe, Alter.
Ja, umso besser, wenn du die noch ein bisschen weglockst. Hoffentlich lockst du sie aber nicht dahin, dass du nachher dann durch alle wieder durchlaufen musst. Das wäre ein bisschen ungünstig. Aber man weiß halt auch nie so genau, wo man spawnt, ne? Ja. Okay, kommt her, holt mich hier, Wichser. Und? Oh, ich bin schon. Ja, die stehen jetzt irgendwo beim Stoppschild. Achso, und da kommen sie nicht weiter, weil sie sich an die Verkehrsregeln halten, oder? So, Louisville. Wo bin ich das letzte Mal gestorben? In Louisville. Ja, ich meinte, wo muss ich jetzt hinporten? Warte. Ich kann auch mal versuchen, auf die Karte zu gucken. Möglichst. Also, Abaddon. Autobahn oder was auch immer. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ja, weißt du noch etwa, wo wir waren? Denke ich mal ja. Na, easy. Mir ist gerade ein bisschen laut, ne? Was heißt laut? So, und weiter. Ja, Mann! Das ist ein Charakter. Vollbart, Gebetskette, Abfahrt. Richtiger Tempelritter, Alter. So, ich muss jetzt nur mal schauen, wie ich hier rauskomme, aber ich glaube, ich habe einen ziemlich chilligen Weg. Außerdem habe ich eine Shorts an. Ja gut, wir haben ja Sommer, ne? Ja, ich muss laufen. Lass mich in Ruhe. Geh mal weg, Junge. Immer das Gleiche mit euch, Peacers. Geh mal Bier holen. Was? Ich muss jetzt mal aus der Wohnung, oder? Oh Gott. Also, nur kurz, dass du dir eine Vorstellung machst, wie unterschiedlich gerade das Spielgefühl ist bei dir und bei mir. Mein Charakter liegt im Bett. Ja, danke, Eral. Das ist schön, dass du es mir mitteilst, mein Freund. Ich habe hier auf jeden Fall Autos gefunden. Hatten wir nicht ein Auto? Hatten es gut. Achso, ja, die Vergangenheitsform ist anzuwenden. Okay, ich bin anscheinend am Kartenende. Auch gut. Also. Was heißt am Kartenende? Kann ich eigentlich so auf die Karte schauen? Warte mal. Weiß ich nicht, war... Ich müsste halt hier über so eine Mauer oder was auch immer das ist hier. Ich weiß nicht, ich komme da nicht rüber. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Hier ist ein Grill. Oh. It's Barbecue Time, Ladies and Gentlemen. Oh, hier sind aber keine einzigen Zombies hier in der Ecke. Okay, ich habe nichts gesagt. Sowas sagt man aber auch nicht, das solltest du wissen. Also du beschwörst das Unglück ja schon selbst darauf. Voll weggeschubst. Oh, die arme die Oma mit Strohhut, die ist gruselig. Daran gehen wir lieber weg. Ach, Opa, komm her. Junge. Geh mal weg hier, da. Boah, Junge, mein Typ ist aber auch ein Schrank, Alter. Ich hab mal einen Zombie geschubst, der fliegt erstmal einen Meter. Gesundheit. Ja, weil irgendwo, ich weiß nicht, was das hier ist. Hier ist auch wieder Ende oder so. Ich sehe das halt einfach nicht, weil es halt so dunkel ist. Das ist halt fuck. Schaffst du es? Also bist du so weit? Ich bin jetzt so ein Sandweg. Irgendein Sandweg bin ich jetzt hier. Ich sehe es halt kaum. Boah, hier ist es so schweinedunkel, Alter. Ja, aber hast du die Möglichkeit? Also bist du verfolgt oder hast du eine Möglichkeit, auf die Karte zu schauen zwischendurch? Nee, ich werde verfolgt gerade. Oh, das ist doof. Oh, ich hab den Zaun wieder gefunden. Welchen? Wo ich drüber letztes Mal drüber gejumpt bin. Hä? Ja, dann bist du ja gleich da, oder? Ja. Ich muss nur die Hauptstraße hochlaufen jetzt eigentlich noch. Und dann bei den Bahngleisen dann links über den Holzzaun springen. Also vor den Bahngleisen quasi dann, ne? Wenn es mal hell wird, dann sehe ich das auch. Aber gerade ist hier auch alles ruhig. Aber mich verfolgt etwas, ich sehe es aber auch nicht, ey. Richtiger Stoff für ein Horrorspiel, Alter. Ja, aber einfach, du siehst sie halt einfach nicht. Das ist das Problem. Oh Gott. Ja. Ich muss ein bisschen laufen, aber meiner ist jetzt Läufer. Ich bin beim, wie heißt denn das hier? Bei der Olympic habe ich mitgemacht. Sprinter. VW. VW, bitte.
guck mich an wie ein Auto. Was? Na, jetzt ein Badetuch. Ich mach mal einen Saunaaufguss. Ja, bei mir sieht man ehrlich gesagt auch gerade nicht besonders viel. Deswegen, also ich bin blöderweise wieder aufgestanden, weil ich kurz auf die Karte schauen wollte. Ja, okay. Also ich muss halt wirklich nur geradeaus und dann, wenn ich bei den Bahnen spiele, dann bin ich wieder bei dir. Ja, easy. Und dann sind wir bei 1, 2, 3, das vierte Haus. Also ganz oben links die Häuserreihe und dann das vierte Haus. Ging das nicht mal, dass man sich in. Wir müssen mal zwischen den Folgen gucken, ob wir uns irgendwie in eine Gruppe einladen können oder so. Weil ich meine, das ging irgendwie. Kann aber auch sein, dass man das in den Server-Einstellungen pflegen muss. Aber dann schlafe ich tatsächlich mal ein bisschen, ne? Weil mein Charakter ist saumüde. Ich da ankomme, bin ich auch saumüde. Wäre schön, wenn es mal hell wird. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 0.30 Uhr. Ha, gut. Das ist, sorry, wenn ich dich so enttäuschen muss. Also Startgear wäre halt am Anfang vielleicht mal ganz gut. Wenigstens ist ein Holzknüppel oder so, weißt du? Oh Gott, hier kommt eine ganze Welle an Zombies, Alter. Ich muss halt laufen. Ja, man kann tatsächlich eine Startausrüstung einstellen in den Server-Einstellungen. Ich sag mal so, am Anfang ist es nicht so wichtig. Ne? Also am Anfang ist es tatsächlich so, dass es eigentlich völlig Wumpe ist. Da ist es eher eine bisschen nochmal Herausforderung, die aber machbar ist, ohne Startausrüstung zu spawnen. Aber später, wenn du, vor allem wenn du irgendwo spawnst, wo du halt bisher noch nicht gespawnt bist, dann sind da halt schon so viele Zombies, dass es dann halt schon sinnvoll wäre, dass man dann später eine Startausrüstung einstellen kann. Ja, aber das Problem ist also bei mir, also ich müsste jetzt eigentlich nur noch geradeaus laufen, ja, aber alleine hier oder die Zombie-Population mal runterstellen. Weil das sind einfach auf dem Weg hier, auf der Straße, sind einfach, keine Ahnung, 20, 30 Stück. Ich kann jetzt nicht, bei mir noch eine Gruppe. 20 sind hinter mir her, 20 neue kommen. Das ist einfach, das ist für mich ein bisschen zu viel, ne? Ja, also kann ich verstehen. Man muss dazu sagen, also zwei Sachen dazu sagen. Erstens, wir haben es versucht mit der Zombie-Population, wenn du dich erinnerst. Ich glaube, so zu Folge 5 oder 6 oder so haben wir versucht, es runterzustellen. Das Problem ist, da waren die Zombies schon mal gespawnt. Das war halt, also das machen wir das nächste Mal besser. In Louisville sind halt allgemein unendlich viele Zombies. Also Louisville ist halt wirklich hart. Deswegen ist Louisville eigentlich auch immer erst dann etwas, wenn man halt eine krasse Ausrüstung hat. Und deswegen ist auch schade, dass dieser Zielmod nicht funktioniert, weil du damit halt so geil dann schießen, also Zielen üben kannst und so, dass es dann halt richtig effizient ist. Du dir halt richtig geil mit krass vielen Waffen und sowas dich dann nach Louisville begeben kannst und dann halt durchballern kannst. Und so wie es jetzt ist, muss man halt erst unendlich viel mit der Schrotflinte und sowas üben, bis es dann halt überhaupt mal was wird, ne? Also, dass du auch mit anderen Waffen triffst, meine ich jetzt. Mhm. Wie vergeht denn die Zeit hier so? Also jetzt haben wir 1.20 Uhr. 1.30 Uhr. Dann wird es ja gleich hell. Also ich glaube, ein Tag sind 60 Minuten. Zugschiene. Zugschiene erreicht. Jetzt muss ich nur... Ich sehe aber... Boah, keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich sehe gar nichts, Alter. Ja, ich bin komplett lost. Ja, dann ist wahrscheinlich dein Bildschirm gerade ähnlich dunkel wie meiner. So, ich bin jetzt, glaube ich, bin an dem Haus, wo wir vorhin waren. Genau, wir sind, also in der obersten Reihe, also in der Reihe sind wir im vierten Haus. Ich glaube, das war dieses hier, oder? Nee. Keine Ahnung, wo das ist, Alter. Ich seh ja keine Häuser, ich sehe nicht mal eine Reihe. Ja, aber du kannst, also wenn du nicht verfolgt wirst, kannst du ab und zu auf die Karte schauen. Boah, hier sind auch wieder so viele Zombies, Alter. Ich habe echt keine Ahnung. Hier ist ein Polizeiauto. Oh Gott, hier sind noch mehr Zombies, Alter. Junge, ich werde schon wieder belagert, Alter. Das ist. Ich kann nicht auf die Karte gucken, weil ich werde wieder verfolgt. Von 100.000 Stück. Ja, vielleicht gehe ich dich doch mal suchen. Ich würde ja gerne die Karte öffnen, aber hier geht's nicht. Also, bin auf jeden Fall in dieser Ecke, wo wir rübergekommen sind. Aber hier ist es halt arschdunkel, ne? Erste Reihe, viertes Haus. Ja, da müsste ich lang, aber da sind halt 80 Zombies gefühlt. Ja, und die kommen jetzt auch. Und ich sehe sie halt nicht. Das ist das Problem. Wenn ich sie sehen würde, weiß ich, wie ich wenigstens ausweichen kann.
jetzt laufe ich halt wieder in den Wald rum. Ich muss an dir vorbeilaufen, das bringt nichts. Marathon laufen, Alter. Ah, warte, hab ein paar. Ich versuche mal, die Horde ein bisschen kleiner zu machen. Auch wenn ich auch fast nichts sehe. Ich kann über die Zäune, schon wieder fünf neue. Ich hätte vielleicht eine Waffe mitbringen können, ne? Ja, jetzt bin ich hier. Oh Gott! Nicht sterben, Salty! Ja, ich sehe ja nichts. Dunkel war es, der Mond schien helle. Ich bin an irgendeinem Polizeiauto. Das sind auch wieder Zombies. Oh, Alter, aber wenn man nicht gerade, also wenn man auf der Straße, ah, da bist du. Ja. Wenn man auf der Straße ist, dann geht's einigermaßen. Aber gut, lauf. Und jetzt geh hier nach links. Ja, rosa Haus, ja, oder was? Und dann, oder, ja doch, hier nach links und dann solltest du ein, zwei Häuser weiter, dass du deine Sachen mal holst, dass wir beide kämpfen können. Ja, aber ich finde das Haus halt einfach nicht mehr wieder, das ist das Problem. Ja, aber ich versuche, die Zombies laufen gerade mir hinterher, oder? Ja, glaube ich. Hier ist die verschlossene Tür, ich sehe ja nichts, das ist das Problem. Ich sehe nichts. Warte. Aber ich glaube, ich habe die Zombies einigermaßen unter Kontrolle gerade. Na komm. Und schon wieder gebissen, Alter. Platzwunde nur. Okay, ja, dann lauf. Lauf. Lauf die Straße ein Stück hoch. Also bis zur Kurve. Yeah. Weil das sind nur zwei, die kriege ich. Musst du wieder Schlüpper sammeln, oder? Ja, ich brauche auf jeden Fall was, um zu sehr schnell. So. Okay. Gut, warte, pass auf. Ich hab zwei Verletzungen. Gib mal kurz Deckung. Also verbind dich mal kurz und versuch einigermaßen mit Deckung zu gehen. Ich hab nix. Ich hab ja nix. So, komm. Schnell. Oh. Hast du mir gerade ein Bein gestellt, Alter? Was, ich dir? Nein, ich lauf vor dir. Ich fahr auf die Fresse. Ah, das sah so gut aus. Der Salty ist echt ein Profi, ich sag's euch. Der wird noch von einem parkenden Wagen überfahren. Warte, ist es eins weiter und dann sind wir da. Eigentlich habe ich das Feuerzeug gerade nur an, dass du siehst, wo ich bin. Ja, ich sehe auch das. Ja, so ein bisschen sehe ich. Aber das ist alles. So, und dann lass... Ach, scheiße, Alter. Dann... Oh, sorry. Dann lass dich erstmal verbinden. Und dann kurz schlafen, dass wir wieder ein bisschen was sehen, oder? Warte. Hier haben wir... Mach dir mal kurz ein paar Stofffetzen. Wie viele Wunden hast du? Zwei. So, schwere Verletzung, ui. So eine kann ich jetzt dicht machen. So, ich leg die Stofffetzen direkt hier vor die Tür, ne? Also vor die Eingangstür. Ich hab noch welche im Inventar gehabt, ich habe den Rucksack gerade aufgesetzt. Passt, ich bin auf jeden Fall verbunden. Jeder so, boah Junge, kein Licht, das ist so scheiße, wir brauchen Feuer, Alter. Dann... Wenn du verbunden bist, dann ist auf jeden Fall noch was. Also so viel, bis du wirklich komplett vollgegessen bist. Also das dann, ja. Weil das gibt den größten Heilungsboost einfach. Ich wasche mich aber jetzt erstmal. Ich wasche mich ja mal einmal zur Sicherheit, damit keine Infizierungen jetzt kommen. Ich glaube ehrlich gesagt, das Waschen müsste man davor machen. Ach so. Bin mir auch nicht ganz sicher. Hier haben wir noch Schmerzpillen auf jeden Fall. Also das ist schon eine schwere Verletzung, steht bei mir. Ja, das hängt immer davon ab, wie stark dein Leben schon weg ist. Ich leg dir mal Schmerzpillen auf den Boden, ne? Die liegen direkt da, wo du stehst. Dann kannst du die auch gerade nehmen.
Und dann sollten wir langsam aber sicher mal ein bisschen schlafen. Also, aber isst erstmal ordentlich, ne? Das ist das Wichtigste, dass jetzt ordentlich viel isst. Also, dann mal mit Tablette einnehmen. Ja, man lernt halt immer dazu noch, ne? So, ich habe auch Hunger. Er rottet, ungekochter Ein... Nein! Nein, nicht den! Nicht den! Scheiße, ich hab nicht gelesen. Ja. Aber... Erstmal schön. Oh, ihr verrottet. Das trägt sicher zur Heilung bei. Nee, hier drin sind aber noch so Käsenudeln zum Beispiel. Ja. Und dann hat sie noch so Dosen mit Thunfisch. Davon kann, ich esse davon auch mal eine. Ah, nee, wobei ich brauch's eigentlich gerade gar nicht. Die Dosen mit Thunfisch kannst du nämlich auch ohne Messer und sowas aufmachen. Wobei wir haben eh einen Dosenöffner. So. Also richtig essen, hey. Bis nichts mehr reingeht, ne? Stale, stale, alles verdorben hier. Ist Dosen. Chili. Öffne Dose, alles. Ja, Chili ist jetzt auf jeden Fall gut. Satt. Ja, jetzt bin ich satt. Also ist am grünsten, also wirklich grün-grün, so tiefgrün. Ja, richtig, ja, ampelgrün, ja. Okay. Weil dann lass kurz schlafen, dass wieder hell ist und wir wieder ein bisschen was sehen. Ich stelle mir den Wecker noch eine Stunde vor, dass wir ein kleines bisschen länger schlafen können, ne? Ja, ich mach noch mal kurz die Bandage einmal wechseln, weil die ist jetzt gerade schmutzig. So, dann, solange noch Wasser geht, eben noch mal die Bandage waschen. Da einmal, wie ging das noch mal, Bandage waschen, ne? Da waschen, du selber. Soll ich wieso? Aber wieso? Stofffetzen reinigen, da steht's, okay. So. Das Bett war hier, ne? So, das war, glaube ich, die dunkelste Folge, die wir bisher hatten. Was kannst du? Ich bin immer noch nicht müde. Ermüdung bin ich bei 29. Was denn, dann kannst du gar nicht schlafen. Kann ausruhen, ja. Ja, dann mach wenigstens mal das, weil ich muss tatsächlich schlafen. Theoretisch, also beim Ausruhen ist die Mechanik, glaube ich, so, dass wenn du dich sportlich betätigt hast, zum Beispiel, weil du vor irgendwie 30 Zombies wegrennst oder so, also das Übliche halt, ne? Dann du die Ausdauer wieder... Jetzt kann ich schlafen. Ah, perfekt, perfekt. So. Weil wenn du die Ausdauer wieder auflädst, dann zieht es quasi von der Ermüdung, also von der Müdigkeit, ne? Eigentlich ein ganz cooles Prinzip. Also du ballerst deine Ausdauer runter und wenn du die wieder hochballern möchtest, dann kannst du, dann kostet das wiederum Müdigkeit. So, jetzt sehen wir mal wieder was. Infiziert, Platzwunde infiziert. Das ist nicht schlimm. Also es heißt nicht, dass du die Zombie-Infektion hast. Okay. Im Grunde genommen, das Medizinsystem haben die, also ich glaube, da... Okay. Heilen die noch dran? Ich hoffe zumindest, weil das ist noch nicht so ausgebaut, wie man es eigentlich von einem Spiel erwarten könnte. Mhm. Und bisher heißt infiziert eigentlich einfach nur, dass du, dass die Wunde halt länger braucht zum Heilen. Ne? Also das ist nicht so tiefgehend wie bei Scum oder sowas, dass du dann halt wirklich aufpassen musst, weil sonst die Wunde immer schlimmer wird und so. Oder halt in echt ist es ja auch so. Ja, hast du noch irgendwie Antibiotika oder so einstecken zufällig? Prinzipiell ja. Wie gesagt, im Grunde genommen macht es aber auch nichts aus. Ich habe da immer welche auf den Boden gelegt. So viel zum Thema Salty, braucht man wieder seine Pillen. Ja, als ich das gesehen habe, ne? Ja, da hat er nicht gemacht. Aber wo sind die jetzt hingelandet? So. Ich hab die jetzt genommen, aber wo ist denn die hin? Hast du vielleicht schon auf Einnehmen gedrückt? Nehmen habe ich gedrückt, ja. Hast du alle Dosen gegessen? Alter, wie passt denn so ein Menschen rein? So.
Puh, danke, Eral, Alter. Du hast mir das Leben gerettet da draußen. Ja, du. Ich stehe für immer deiner Schuld. Ich habe keine Wahl, oder? Also. Was soll das denn heißen? Ein Lehrauftrag? Nee, aber ich darf meine Aufsichtspflicht ja nicht verletzen. Aber Salty, ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen. Und oh Gott, nee. Nachdem, wie weit wir eigentlich kommen wollten in dieser Folge und jetzt trotz der Tatsache, dass wir immer noch im gleichen Haus sind, würde ich dir trotzdem die Stage übergeben. Alles klar, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei diesem chaotischen Let's Play Together. Es macht trotzdem irgendwie Spaß. Ich würde mir wünschen, schaut auf jeden Fall bei Eral vorbei, schaut auch gerne bei mir vorbei, lasst da gerne beiden Videos ein Like und ein Abo auf diesem Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit den verrückten Boys. Bis dahin verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.